Gegeben sind drei Punkte A, B und C, die eine Ebene festlegen, weiterster Einstiegspunkt G einer Geraden mit ihrem Richtungsvektor. Der Schnittpunkt der Ebene mit der Geraden ist zu bestimmen. Zunächst wählen wir in der 3D-Ansicht das Ebenenwerkzeug Ebene durch drei Punkte und klicken der Reihe nach diese drei Punkte an. Weiters wählen wir die Gerade durch Einstiegspunkt und Richtungsvektor und stellen diese Gerade sichtbar dar. Schließlich wählen wir das Schneidewerkzeug und wählen die Gerade sowie die Ebene aus. Wir halten hier einen Schnittpunkt, von dem wir die Beschriftung, dabei aber den Namen und seinen Wert anzeigen. Der Schnittpunkt hat die Koordinaten 0,0.